Meine lieben Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X hier im 101. Part. Und ich bin dezent überfordert. Was wir als nächstes machen, es gibt so viele Möglichkeiten, die man machen kann. Ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal einen Blick auf den weiteren Verlauf nehmen. Lulu. We need to sit and think this through. There has to be a way. Vielleicht. Still thinking. Rico überlegt noch. So much for the final Aeon solving everything. Ja, und wir könnten Walker jetzt zum Beispiel mal für Blitzball verpflichten, nachdem der gute Mann nur einen Gil kostet. So viel zum Thema Ruhestand, wa? So, und dafür darf aber auch jemand gehen, und das ist... Jazz. So. Jetzt haben wir Walker im Team, aber das ist ja eigentlich gar nicht unser Hauptziel. Sondern... Was geht mit Sid? Mit Sid können wir reden, ja. So, also wir brauchen einen Plan und den werden wir jetzt am besten mal mit Yuna besprechen oder vielleicht mit Auron. Rush this and we'll lose everything. We need to plan carefully. Ja, das ist, glaube ich, kein Problem. Das werden wir jetzt in aller Ruhe mit Yuna besprechen, denn immerhin ist sie der wichtige Faktor hier, unser Medium. Hier haben wir erstmal Rin, hey! May I help you? Servus Rin, was hast du denn so im Angebot? Eieieiei, das ist teuer, aber natürlich extremst geil, weil 3 freie Felder auf den Waffen sind. Da kann man extremst geil kombinieren. Und das auf allem. Das ist extremst stark. Das machen wir aber jetzt selbstverständlich noch nicht. Dafür sind wir noch sehr weit entfernt. Du bist wieder diese komische Tussi, die die ganze Zeit hier rumrennt. Stopp! Rede mit mir! Wohin steuert das Flugzeug denn nun an? Von nun an? Ja, geil, wir verstehen fast die komplette Albedsprache und, glaube ich, fehlen nur noch 3 oder so. Ach, guck mal. Du bist doch auch ein Ketzer, genau wie wir, Albed. Ja, sehr nett. Von denen könnte ich jetzt auch eine Menge Leute verpflichten, aber die sind natürlich alle gerade in 23 Spiele in Verpflichtung. Ich könnte aber irgendwann sie wegkaufen. Dazu müsste ich halt 8 Spiele machen, logischerweise, ne? So, wir gucken uns einmal komplett auf dem Schiff um. Wir werden dann gleich auf Yuna treffen und dann können wir uns ja mal einen Plan überlegen, wie wir das mit Sin überhaupt machen, ne? Irgendwas müssen wir uns ja einfallen lassen. Yuna steht ganz oben auf dem Schiff. Mit Kimari zusammen. Na. Der Sinn, den wir in den Ruinen sahen, war sehr ruhig. Warum nur? Tja, vielleicht weil er mir nichts tun wollte, weil es mein Vater ist. Mit diesem Schiff können wir es den Yevon heimzahlen. Aber ob das der Sinn der Sache ist? I'm no good at all. Ach, laber nicht. What are you talking about? All this time I've been thinking about how to defeat Sin. But I, beyond the teachings of Yevon, I know nothing. I'm sorry. Yuna, no apologies. But apology is running. Yuna never run away. Thank you, Kimari. So, Kimari, you got any good ideas? Yevon's teachings. The teachings won't help us fight Sin. No answer in the teachings. Answers lie outside. Must know both sides to find answer. Both sides. Micah knows much. Find him. Make him talk. That's it! Kimari, you rock! Ja, der sagt dasselbe wie ich. Läuft. To Bavel, then. Through the front door. You worried?
I'll be fine. We can't stop now. So sei es, oder? Maybe we'll find answers in Bavel. Kimari doubts Micah welcomes us. He'll have to run pretty fast to beat this airship. We cannot chase if we cannot see. Wahre Worte, Kimari. Das ist also die Antwort: nach Bavel reisen und Micah gegenübertreten. Es ist immerhin ein Plan, um weiterzumachen. Vielleicht nicht der Plan, um Sinn zu besiegen, aber immerhin ein Plan, um weiterzureisen. Und genau diesen werden wir jetzt selbstverständlich auch einschlagen. Reden wir mal mit Sid, inwieweit das machbar ist. Hey guys, I just had a great idea. It was my idea. Let me tell them. It's like this, yeah? I just thought... The hymn's the key. Ah! The hymn? Sir Jack likes the hymn of the faith, correct? Yeah. That's why he was listening to it in Makalania. Sin, violence incarnate, listening peacefully. I know it's your old man, and I don't mean no disrespect, but... No, it's fine. I've gotten used to it. Let me say it. If we attack Sin head-on, we've little chance of winning. However, if he hears the hymn of the faith, he will become docile. Yeah, and that's when we make our move. Might be against the rules and all, but who's keeping track, yeah? Yeah? Yeah, it could really work. Yeah, yeah, it's worth a try. Das ist es also. Unseren alten Mann ruhig stellen. Klingt ja interessant. Ab nun ist es möglich, sich frei zu bewegen. Und es gibt wirklich viel, sich frei zu bewegen, sage ich jetzt mal. Hallo, Sid. Yeah, that sounds like a plan to me. Our baby here will take us anywhere we want. Ganz genau. Mit diesem Schiff ist alles nur noch ein Chocobo-Sprung, ein Katzensprung, wie auch immer, entfernt. Ja. Schaut es euch an. Austesten. Ob das funktioniert, ob ich das noch richtig im Kopf habe. Es passt auf jeden Fall genau rein. Ich meine, das eine Wort war Gottes Hand. Stimmt sogar noch. Stark. Aber was wir noch machen können, ist zum Beispiel suchen. Wir können in ganz Spira können wir durch Koordinaten, sage ich jetzt mal, gewisse Orte finden. Man kann jetzt... Man drückt eigentlich die ganze Zeit X überall hier auf dieser Karte, um irgendwann mal irgendwas Geheimes zu finden. Und das macht man dann entweder so oder... Oh, ich habe gerade was gefunden. Okay, ich drücke eigentlich... Ich spamme eigentlich die ganze Zeit nur X. Ich habe irgendwas gefunden. Das ist eigentlich auch geil. Also eine nette Möglichkeit. Einfach nur die ganze Zeit X spammen. Bis man irgendwann mal was findet. Oder man findet das natürlich auch noch anders raus, indem man sich die Koordinaten richtig holt. Ich habe auch gerade was gefunden, das interessiert mich jetzt. Wir haben einmal den Yevon Temple Bay gefunden und das ist ein richtig interessanter Ort. Oder das Fungustal.
Und das Fungusteil habe ich... habe ich durch die Gotteshand gefunden. Das weiß ich nämlich noch. So viel habe ich noch im Kopf. Aber dann wird es langsam düster. Aber das ist jetzt auch nicht... Ich wollte euch nur mal ganz kurz zeigen, was eigentlich möglich ist. Wir werden uns dann mit der Story schon beschäftigen. Wir sind jetzt irgendwo im Funguspass. Wir sind jetzt unten. Wir sind oben in der Hauptstory. Sind wir oben lang gelaufen, falls ihr euch erinnern könnt. Aber jetzt sind wir irgendwo da unten. Die Gegner sollten eigentlich relativ lappenhaft sein. Ja. 4000 ist natürlich ein Witz. Na, dann weiß ich jetzt auf jeden Fall, was wir schon mal als nächstes wieder machen können. Die HP und so, das ist alles natürlich Quatsch. Aber was wir machen müssen und können. Gruppe ändern, Walker rein. Und die kriegen jetzt erstmal wieder die ganzen Fangdinger. Denn das ist nämlich auch ganz wichtig. Deswegen muss man sich auch hier beim Funguspass dann noch gut umsehen. Aber ich will eigentlich nur eine bestimmte Sache. Denn hier irgendwo beim Funguspass ist etwas ganz Besonderes. Das ist halt das Geile, wenn du natürlich bei den ganzen alten Sachen bist. Kannst halt alles instant fangen. Ja, das ist, kostet dich dann nicht sehr viel Zeit. So ziehst du das eigentlich recht gut zusammen, sage ich jetzt mal. Und hier irgendwo ist eine Kiste. Und die lässt sich nicht öffnen. Das ist doof. Ah, dann war das irgendeine finale Waffe. Wofür ich aber erst noch das Solarsiegel brauche. Okay, ich hatte das nicht mehr, ich hab das nicht mehr im Kopf, Leute. Ich hatte das Wort im Kopf, aber ich wusste weder, was da drin ist oder sonst irgendwas. Ja, ich wollte jetzt nur mal kurz zeigen, halt, was möglich ist mit dem Flugschiff. Ich muss mich da mal reinfixen, reinlesen. Es ist auch gar nicht möglich, ohne jegliche Tipps und Tricks überhaupt herauszufinden, wo die ganzen Geheimnisse sind. Das geht nicht. Also ich werde definitiv nachschlagen. Also das ist auch kein Geheimnis. Ich werde die Koordinaten nachschlagen. Ich werde die anderen Passwörter nachschlagen. Ich werde nachschlagen, wo ich die anderen Geheimnisse finde, wo ich die ganzen geheimen Waffen finde. Ich weiß das alles natürlich nicht mehr. Und das kann man auch alleine gar nicht rausfinden. Von dem her ist das absolut in Ordnung, wenn man das macht. So, wir können aber jetzt jederzeit, wie gesagt, mit ihm quatschen. Das Einzige, ich überlege aber gerade noch. Ich überlege gerade noch, dass ich... Gab es hier nicht irgendwo was? Irgendwo da? Hier auf Bizet Island oder so? War da nicht... Ja! Doch! 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 Ja! Genau den habe ich noch im Kopf gehabt. Den fucking Bizet Wasserfall. Yes! 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 Da war auch eine Kiste. Bitte sag mir, dass sich die öffnen ließ. Yes! Und es ist der Dragon... Was? Dragonierspeer? Genau! Genau! Und das ist eine Waffe für Kimari. Und die kann... Zauberkonto und Ausweichkonto und zwei freie Felder. Also eine richtig gute Waffe. Ich wusste, ich habe das noch im Kopf. Ich wusste es. Ich meine auch, dass ich doch die Ruinen von der Mienstraße im Kopf habe. Lass mich das auch mal noch ganz kurz rausfinden. Lass mich das mal versuchen. Ich glaube, ich habe das irgendwo noch so im Kopf. Da irgendwo. Hier irgendwo. Ich spamme die ganze Zeit mit X, ne? Ja! Ich wusste es! Oh Gott, ich liebe mein Gedächtnis. Die Ruinen von Mien. Geil! Das habe ich noch. Ich weiß auch, dass es die Omega-Ruinen gibt. Die, glaube ich, finde ich auch noch. Aber ansonsten hört es auf. Dann hört es echt auf. Genau. Guck mal, wo wir sind. Wir sind da hinten die kleine Figur. Seht ihr das? Bei der Mienstraße. Da saß Yuna damals und hat ihren Abschiedsferoid gedreht. Ihr Testament gefühlt, weißt du? Und da sind wir und haben den Pfadfinder gefunden. Fuck yeah. Ich habe nur leider keine Ahnung, was der Pfadfinder war.
Das war irgendein Ausrüstung, aber ich habe keine Ahnung, was das war. Das könnte ich euch jetzt echt nicht sagen. Da müsste ich mich mal ganz kurz durchklicken. Ich weiß noch so, das sind so diese markanten Orte. Ich weiß, dass man durch irgendein Passwort noch in die Wüste kommt. Aber den Rest müsste ich nachgucken. Pfadfinder, für sie war das aus Erstschlag und Gift. Ah, das war's. Ist auch nicht schlecht. Keinesfalls. Naja, gut. Dann hätte ich da mal so ein paar Sachen rausgefunden. Sehr geil. Ja, und wir machen uns dann auf den Weg zur geweihten Brücke, wo wir dann Maika gegenübertreten. Und das ist natürlich definitiv ein Faktor im Spiel, der sehr, 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 sehr interessant wird. Holla die Waldfee. Lasst uns überraschen. Wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy X bei der geweihten Brücke.